Aber noch kommt gar nichts. Jetzt dafür gleich. Ah, okay. Puff! So, Jimmy. Es ist, als ob ich nie wirklich hier gewesen wäre. Ja. Was? Ach so. Das ist einfach die Maus verrissen gerade. Das ist ja auch geil, Alter. So, okay. Und er wurde erhangen. Mhm. Schön. Mhm. Schön. Schön für ihn. Remember our treasure. It's not far. This way. This way. Nimm die Strickleiter schön hochklettern. Soll ich hier nicht noch irgendwas. Soll ich hier nicht noch irgendwas gucken oder irgendwas? Wo laufen wir so durch? Das ist schön. Ach, können wir Wasser anmachen. Ja, schön. Kriegen. Wunderbar. Hände waschen. Hände waschen. Hände waschen ist immer wichtig. Ach, holy moly, Alter. Na gut, hoch die Strickleiter. Stopp, 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 stopp. So, ein Koffer rennt jetzt hier nicht gerade wieder in den nächsten Boost drin. Aber sieht gut aus. Ach, scheiße. Schnell mal zu, das Ding. Sehr gut. Hervorragend. Wieso denn? Was erwischt mich denn? Warum erwischt er mich? Weiß ich nicht. Okay, das ist fies jetzt. So, der tödliche Witz. Sollen wir umdrehen? Ja, ich würde ihn gerne lesen. Aha. Und dann nie wieder hier das Loch hin. Tritt ins Licht. Nee. Nö. Die war ja gar nicht so witzig. Ja, ist mal. Aber tödlich. Now I'm running! Das ist doch okay. Kannst du dich doch. Ich sehe nicht. Ah! Was machst du denn? Ich laufe über. Hier ist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade über eine unsichtbare Brücke gelaufen. Aber ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Das ist doch mal. Hashtag Believer, mein Freund. Oh Scheiße. Mann, 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 Mann. Auf geht's. Ja, guck. Das sieht doch richtig gut aus. Was? So, ich muss aber sagen, ich kann mich vor Belanglosigkeit jetzt hier gerade nicht retten, so wirklich. Das ist, Kevin allein zu Hause. So, haben wir hier noch irgendwo eine Steckdose? Nö. Wir müssten aber wahrscheinlich noch irgendwo was haben. Hier ist die eine. Aha. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Benny. Oh no. Ach ja, Blubberbläschen, schon klar. Bisschen makaber, finde ich. Bisschen makaber, diesen Fliesenspiegel mir anzusehen. Think you can survive. Ja, doch denn eigentlich. Without me. Without me. Oh, er ist in flüssiges Carbonit eingeschlossen. So, okay. Bin ich, der vor der Waschmaschine sitzt und wartet, bis er fertig ist. So, soll ich mal ausmachen? Na, warum? Moving.
Oh Gott, warum muss ich denn hier alle töten? Ich trau mich ja nicht umzudrehen. Ah, er ist almost there! He's almost there! Macht auf! Open up! Ich glaube, wir müssen eher hier lang. Platsch. So wie Fallobst einfach so. Oh, hallo! Fallschaden. So, spielen wir jetzt irgendwie die Endcredit-Scene von Fight Club oder was? Also die emotionale Musik soll uns ja jetzt quasi abholen und sagen, das ist jetzt eine schlimme, dramatische Szene, aber ich fühle sie nicht. Fühlst okay. du sie, Benny? Ich bin eher verwirrt als Dings, aber Mario hat gerade was Interessantes geschrieben. Also ich verstehe, dass so ähnlich wie im ersten Teil, man arbeitet die Psyche einer vergangenen Tragödie auf. So belanglos finde ich die Szene gar nicht. Jetzt sind wir auch in Kapitel 3. Naja, aber was, also... Ja, wir haben jetzt gerade eine Kulisse explodieren lassen. Naja, wir sind ja auch der Schauspieler. Bloody Roots. Roots, Bloody Roots. Blutige Wurz. Ich schalle diese Scheißklappe! Ich reiß die ab, Alter! Ja, sag mal! Die Steuerung. They had each other. You are alone. Also wir haben auf jeden Fall irgendwas mit den Kindern irgendwie am Hut. Na, ich gehe immer noch so weit zu sagen, wir sind eins der Kinder. Warum sind jetzt auf... Warum sind überall Äpfel? Da ist Messer überall an den Wänden. Da haben wir... Meine Güte, es hat sich aber ein bisschen was verändert an unserer Kajüte. Ja. So, ein Haus besteht aus Wänden und Balken. Ja, das mag sein. So, okay, wir haben jetzt also noch ein drittes, ne? Genau. Das ist das hier. Ich würde fast sagen, dass wir das auf dem Bild sein sollen, vielleicht. Der Star? Ja, kann sein. Mit einem Kartoffel in der Hand, oder was hat er da auf dem Schoß zu liegen? Nee, das wird wahrscheinlich das Skript sein. Ah, stimmt, so umgeblättert, ne? So, dann legen wir nochmal den nächsten Film ein. Oh, guck mal, wir haben das erste. Wir haben den ersten von vier. Ich raste aus, Alter. Wie lang ist dieses Spiel, ey? Ja, es wird erstmal die nächste Filmrolle. Müssen wir uns erstmal angucken. Flup. There was life before the ship. A reason for their escape. They didn't dare look back. But their past fueled them for years. They harnessed it without remembering. They transformed fear, anger, and despair into art. The art was called outstanding, haunting, unforgettable. But they did forget. They did their best to forget. And when they weren't looking, their past entangled them, bound them. Their roots suffocated them, pulled them under, away from the air and the light. They had to cut them away. Only then could they be truly free. Den Charakter formen.
in sich gehen. Kontext, Hintergrund. Was hat mich hergebracht? Die Gegenwart ist in der Vergangenheit verwurzelt. Ja. Könntest du nicht besser ausdrücken. Das ist interessant, weil hier können wir... Kann meine Taschenlampe nicht mehr benutzen. Oh, nicht mehr? Nee. Ah, ab durch die Luke. Wir fallen ziemlich viel runter, muss ich sagen. What are you doing? Here, listen. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm. It's freedom, so it can live on forever. Okay. Ja, ich denke, Mario, da bin ich ganz bei dir bei der These. Ja, was hat er denn geschrieben? Offensichtlich geht es um das Kind, was auf dem Schiff schlimme Dinge erlebt hat. Meine Vermutung ist, dass er jetzt erwachsen ist und man seine Gedanken durchspielt. Und zum Ende sollte sich dann eigentlich alles zusammenfügen. Na recht. So, ja. Yeah. So, schön runtergeklappert. Oh, das ist aber eine schöne. Da hat auch der Tischler ganze Arbeit geleistet. So, Wasserwagen wäre doch überbewertet. Warum? Wir sind das übrigens 1,50 groß. Besser, es ist gerade. Weißt du, Sie, wie es mein gerade? Ja. Deswegen haben wir auch keine Taschenlampe. Da kannst du dich noch an das S erinnern und dem Kreuz? Mhm. Kitchen. Schicke dem morgen eine neue Filmrolle. Ein Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführungen bedeuten mehr Hinterteile in den Sitzen. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Come, faithful servant, for tonight we brew a ghoulish concoction, the world's strangest stew. Okay. Burly, der Kanonier. Er ist viel, sehr viel. Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. Mhm, okay. Schon irgendwie mal kurz geguckt, ob man hier eventuell so eine Art Rezept raussuchen kann. Aus. Ach, scheiße. Oh Gott, du musst was da hinzufügen. Ja, ja. Ich weiß aber nur nicht, ob mir die Zutaten gefallen. Gehirn. Das ist ja schön. By sadness, burnt from within, ravaged by madness, rotten with sin. Und er nimmt es. So, die Frage, ob wir erstmal zurück müssen. Das in den Topf hauen müssen. Oder? Das ist mein Fleisch! Torn up by conflict, meins! Ravaged by war. Flawed on the surface. Warped to its core. Okay, wir haben. Ja. Irgendein Raubtierbein. Für eine Katze war es jetzt ein bisschen groß, fand ich. Ein Puma-Bein. Ein Berglöwenbein. So. Hallo? Ach, scheiße. Oh. Ach Gott. Ach. Na? Nimm mal dein Herz. Hollowed by longing,
hardened by loss. Ooh, steampunk. Once slick and polished, has lost all its gloss. Okay. Oh Mann. So, das haut jetzt alle in den Topping. Meinst du? Es wird ein verdammt guter Stew werden. Ja. Aber nicht vergessen, ein bisschen Knoblauch muss auch rein. Ja. Ist ja Basis für alles. Look at it bubble. Look at it shake. The beast. It's awake. Was ist los? Hm, die Tür ist offen. Na, da renne ich doch mal durch die blauen Flammen. What? Was? Tic-tacs. Look, Jimmy. Father's screening the Black Wanderer. Movie's almost over. Time to go. So, Benny, der nächste Lüftungsschacht. Du weißt, was kommt? Dum 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 dum. Hab ich übrigens am Wochenende gesehen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber auch hier bist du jetzt wieder durchgefallen, Benny. Klatsch! Ja, es passiert. Was war das? Wir sind, glaube ich, an dem Punkt, wo ich angefangen habe, wieder. Ich habe Beschwerden über Geräusche oben auf dem Laubengang gehört. Die Leute haben Angst, dass ihnen das verdammte Ding auf den Kopf fällt. Ich habe dir gesagt, der Zutritt ist zu verbieten. Das verdammte Ding hält ja kaum sein eigenes Gewicht stand. Ja, okay. Vorgelesene Fehler, die gefunden wurden, dürfen behalten werden. Sind wir auf dem Dachboden? On the attic. So, wir stürzen uns extrem häufig von irgendwo runter. Okay, also, hast gehört, ne? Nicht ins Licht, sonst kann er dich sehen. Nice. Schön. In Anerkennung ihrer außergewöhnlichen Dienstes bei der Dokumentierung des tapferen Kampfes der Truppen ihrer Majestät ist die an der Westfront und der Verletzung, die sie auf dem Schlachtfeld erlitten haben, hat das Kriegsministerium beschlossen, ihnen das silberne Kriegsabzeichen zu verleihen. Mögen sie es mit Stolz tragen, in dem Wissen, ihre Pflicht gegenüber König und Volk erfüllt zu haben. Die Auszeichnungen finden am 5. Januar statt. Mit freundlichen Grüßen und leserliche Unterschrift im Auftrag des imperialen Generalstabs. Unleserlich, finde ich immer so schön. Ja, so sind wir schon gestorben? Nee. Nee. War ein schöner, ich geh einfach mal hier hin. Wir hatten aber noch was da zu liegen. Wir hatten noch was da zu liegen? War da nicht noch links was? Wo? Nee, okay. Wahrscheinlich doch nicht. Ach, hier hatten wir schon den Schlüssel für. Für The Bedroom haben wir aufgenommen. Das ist jetzt nicht, dass The Bedroom. The Bedroom Door ist. Ne? Hallo? So, jetzt sieht aus wie H.P. Lovecraft. Hm, Schlupfer und Unterwäsche. Ein Dia, schön. Oh. So wie es... Wir sind noch nicht mal einen Meter groß, Alter. Guck dir mal an. Schön. So, wir haben ein Stück gezeichneten Mund. Dahlia. Der Top-Gast. Durchgestrichen die Top-Gast-Gästin. Die Top-Gästin. Schön. Ah, sie mag Jungs sehr und Mädchen ebenfalls. Sie ist sehr freundlich. Vielleicht etwas zu freundlich. Okay.
Okay. Little scum. You were always bad luck. A blight upon this family. Oh Gott, Alter, das ist ja mal fies. Das ist ja mal gemein. I told you to hide it. I told you to keep it safe. How could you let him take it? It's all we have left of her. You have to find it. You have to take it back. Okay. Ist interessant, dass du es immer wieder nehmen kannst. Oh, wie er wegklettert. Ist das fies? Ist das mies? No. Ist die Tür jetzt offen? Nein. Den hier wieder hinhängen? Tja, soll man irgendwo lassen? Little scum. You were always bad luck. A blight upon this family. I give everything. And what do I get in return? A little gratitude. A little heart. Is that too much to ask? Man hier dran lassen oder bei dem anderen Benny? I told you to hide it. I told you to keep it safe. How could you let him take it? It's all we have left of her. You have to find it. You have to take it back. Okay. Oma schreibt auf der auf dem Bett. Ja, wir lassen mal bei ihm. Mal gucken, ob sich jetzt irgendwas ändert. Oh ja. Oh ja. Find it. Bring it back. Ja. Mecker doch nicht immer mit mir. Ja, das wird wohl jetzt zusammenfallen, glaube ich. Wenn ich das anfange. Ja, es fällt zusammen. So. Ja, musst du jetzt auch wieder aufbauen. Pikas. Jetzt ist aber die Frage, was machst du mit dem Pikas? Ist das hier nicht auch so eine Box, die wir brauchen für nachher? Ja, noch kannst du sie nicht nehmen. So eine Box, ist sie hier? So eine Box, ja, aber das ist... So eine Box, die sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie der Hellraiser-Würfel da unten. Auf den ersten Blick. So, die wird jetzt auch nicht offen sein. Nein, wird sie nicht. Kannst du die Karte quasi da reinpacken? Nee, ne? Nee, geht nur mit dem. Okay. Oh, er hat gerade die Knoten, das ist halt fies. Find it! Bring it back! Nothing is in there. Mm-hmm. So, wir haben eine. Wir haben Peak Ass. Wir sehen überall Kreuz. Ja. Why? Vielleicht musst du jetzt das Bild wieder nehmen und quasi da unten hinpacken, damit sich das wieder hinten verändert. So, können wir hier was mit dem Peak Ass machen? Den Mund nun zu Statue, schreibt Jojo. Little scum. Ah, okay. You were always bad luck. A blight upon this family. A blackened heart. Wenn man sich mal umdrehen würde, dann würde, macht das doch Sinn. Skewered. Und sonst die Brosche alles.
That's all you've ever given me. Da rechts war auch noch was gewesen. That's all you. Haben wir eigentlich schon gelesen, ne? Den Zettel. Ist doch okay. Oder? Ist doch der, ne? Ja. Okay, okay, okay. So. Ja, den Zettel. Di-di-ding. Di-di-ding. I told you to hide it. Keep her close to your heart. Don't let her be forgotten. She gave everything for you. Okay. Weak, useless, no good to anyone. It's like I was never there. Mann, und so eine kleine gebrechliche Kinderstimme. It would have been better if I was never there. Ich glaube, wenn die das Ende wird sehr, sehr traurig sein. Shh, be quiet. Just watch. Let's go. Father will be leaving the projection room soon. Was läuft da unten? Ben Hur? Hm. Basement. Ach, ey. War schön? Ich schwöre dir, Benny wird ein Mordopfer. Irgendeiner wird irgendwann mal Benny umbringen. Wegen irgendwas. Ich fand's gut. Scheiße! Oh, Poster. Show yourself, ye one-eyed freak! I'll make ye wish ye had a spare. My hero. Schön. Ja, geht doch nicht über Collectibles. Okay, aber wir könnten doch zum Keller gehen eigentlich, wa? Ja, aber irgendwie auch nicht. Ja, irgendwie nicht. Nee. So, hier oben ist noch das Radio. I think Father's been trying to fix his old camera. Kann es hier nicht bleiben. Mein geliebter Ehemann. Der Doktor sieht meinen Aussichten verhalten optimistisch. Was? Der Doktor sieht meine Aussichten verhalten optimistisch. So rum. Ja, okay. Er fürchtet, dass die Schwierigkeiten, die ich bei Lilis Geburt hatte, nun zu gewissen Komplikationen führen könnten. Dennoch glaubt er, dass ich durchaus imstande bin, ein weiteres Kind zu bekommen. Und mit dir an meiner Seite glaube ich das ebenfalls. Ich muss zugeben, dass der Schmerz in letzter Zeit stärker geworden sind, aber ich wage es nicht, mich zu beschweren. Verglichen mit dem, was du durchgemacht hast, ist mein Leiden kaum erwähnenswert. In ewiger Liebe, ich kotze gleich im Strahl. So. Oh, hier könnt ihr doch. Ja, hier geht's zum Basement. Oh, guck mal hier. Hier ist das X. Zack.
When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. The dark can be many things. Komm doch nicht rein. Nein, ich will auch gar nicht rein. Okay, wir haben einen Kopf. Ab mit dem Kopf! Whatever you make it. Eieiei. Musst du jetzt Köpfe sammeln? Scheint so.